Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wir machen heute diese geile Wassertropfentechnik. Ich will euch gar nicht weiter länger aufhalten, aber ich verlinke euch alle Materialien in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das auf jedem Untergrund machen, den ihr möchtet. Auf Holz, auf die Glasplatte, wie wir es heute machen, auf Kunststoff, auf Plastik. Und was auch ganz wichtig ist, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Und damit rein ins Video und viel Spaß! Wir nehmen erstmal unseren Gegenstand, den wir heute lackieren möchten. In meinem Fall ist das die Glasplatte. Wenn ihr Kunststoff oder Plastik oder sonstiges habt, könnt ihr das auch auf diesem Weg wie heute machen. Ansonsten, wenn ihr Holz habt, schleift das Holz richtig an mit richtigem Schleifpapier. Wir machen es heute anders und das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen erstmal unsere Glasplatte heute vorbereiten und das machen wir mit einem sogenannten Anlauger. Ich nehme den von Sykofix. Und der entfettet die Oberfläche und bereitet die vor und raut die auch noch zusätzlich an. Wir werden den Anlauger jetzt hier drauf sprühen, 2-3 Minuten einwirken lassen und dann mit so einem sogenannten Schleifvlies gleich einarbeiten den Anlauger und danach mit klarem Wasser abspülen. Und durch das Schleifvlies rauen wir die Oberfläche auch noch gleich zusätzlich mit an. Ihr könnt natürlich auch von einem Schwamm die schwarze Rückseite nehmen, die schleift auch an. Und wie gesagt, wenn ihr Holz habt, dann nehmt den Anlauger, wenn Fettreste oben drauf sind oder Altlackierungen, einsprühen, behandeln und danach nochmal richtig anständig schleifen mit der Hand, mit Schleifpapier oder mit einem Schleifgerät. So, dann sprühen wir mal die Glasplatte ein, lassen das kurz einwirken und dann, wenn wir das Ding behandeln, schön schrubben mit unserer Schleifvlies und schleifen es zusätzlich an. Das könnt ihr machen mit dem Anlauger und mit dem Schleifvlies am besten bei Glas, Kunststoff, Plastik, Metall auch. Da ist es wunderbar. Aber wenn ihr Holz behandeln wollt, dann schleift das Holz wirklich richtig mit Schleifpapier oder einem Schleifgerät an und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und für solche kleinen Projekte reicht so ein Schleifvlies vollkommen aus. Wenn wir unsere Platte mit dem Entfetter bzw. mit dem Anlauger eingerieben haben, behandelt haben, nehmen wir uns einfach nur ein Handtuch oder je nachdem, was ihr gerade habt, und ein bisschen Wasser und dann machen wir das Ding erstmal trocken und wischen den gesamten Anlauger von unserem Gegenstand herunter. Entweder wischt ihr es trocken oder ihr lasst es dann trocknen, damit wir dann das Ding grundieren können. Wir haben die Glasplatte jetzt perfekt vorbereitet. Durch den Anlauger ist da jetzt kein Fett und Schmutz mehr drauf und angeraut haben wir sie auch bzw. angeschliffen und jetzt können wir grundieren. Und dafür nehme ich das Grundierungsspray von Wilkens und eine Grundierung, die verkrallt sich mit dem Gegenstand und bietet dann eine perfekte Haftung für den Lack. Egal, ob die Dose nun neu oder schon benutzt ist, trotzdem immer vorher gut schütteln und dann erstmal irgendwo testen. Nicht, dass die Dose am Anfang rotzt, denn das wollen wir nicht und das wollen wir vermeiden. Und deswegen kurz vorher testen und dann erst auf das Objekt. Und was ich noch sagen will, eine Grundierung muss nicht decken. Das ist kein Deckanstrich oder sonstiges. Das bietet einfach nur eine Haftung für die nächste Lackierung. Also muss das nicht hundertprozentig decken. Und Kreuzgangverfahren, einmal so und dann so. Und dadurch bekommen wir auch keine Fehlstellen.
Wenn ihr fertig seid mit Sprühen, die Dose umdrehen, leer sprühen und dann verklumpt nichts und die Dose kann wieder weggestellt werden. Und das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Die Platte ist jetzt getrocknet nach einer Stunde und jetzt können wir anfangen mit Lackieren. Und ganz wichtig, wenn wir jetzt anfangen, jetzt muss alles nass in nass passieren, bis ich sage, ihr sollt es trocknen lassen. Denn das ist wichtig. Und jetzt ist auch wichtig, einen Lack zu verwenden, der auf Alkylharzbasis ist, denn auf Acrylbasis wird es nicht funktionieren. Wir werden die Platte heute blau machen, denn zu Regentropfen passt am besten blau. Wir werden die gesamte Platte jetzt lackieren, auch wieder im Kreuzgangverfahren. Und was ganz wichtig ist, nicht eine dicke Schicht, denn lieber zwei dünne Schichten, denn am Ende hat man zu viel und zu wenig Material auf verschiedenen Stellen oder man hat sogar Läufer drin und das wollen wir nicht. Und das ist das Wichtigste, denn lieber zwei dünne Schichten statt eine dicke Schicht. Gut schütteln wieder und dann wieder testen, bevor wir aufs Objekt gehen. Und dann im Kreuzgangverfahren, wie gesagt, loslegen, denn dann kann es sogar passieren, dass eine Lackierung reicht und wir keine zweite benötigen. So, bei mir hat es beim ersten Mal hingehauen, wenn ihr zwei dünne Schichten macht, macht erst die erste trocknen lassen und dann bei der zweiten und dann weiter nass in nass arbeiten. Und so arbeiten wir jetzt gleich weiter nass in nass. Es geht weiter, dass wir das eben nicht trocknen lassen und uns jetzt destilliertes Wasser schnappen, bekommt man überall her. Und das traufeln wir jetzt einfach hier rauf. Ihr könnt euch dafür eine Schale nehmen und wir nehmen destilliertes Wasser. Noch einen kurzen Tipp am Rande, destilliertes Wasser nehmen, denn das normale Wasser ist einfach zu kalkhaltig und das können wir hier nicht verwenden. So, nehmt euch eine Schale, füllt ein bisschen destilliertes Wasser ab. Ich mache es jetzt einfach in der Hand und dann traufelt ihr das einfach so ein bisschen drauf. Mache ich mal hier so ein bisschen. So, ihr könnt große, ihr könnt kleine Tropfen machen, wie ihr möchtet. Und dann traufelt ihr das einfach hier so drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Effekt. Wir werden von der einen Seite werden wir mit Schwarz rangehen und von der anderen Seite mit Weiß, denn so haben wir Schatten und Licht und das bringt die Tropfen perfekt zur Geltung. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir nicht von hier oben sprühen oder permanent hier vorne hängen mit der Dose und draufdrücken wie ein Kaputter. Nein, wir gehen einen Schritt lieber zurück und tun das bloß ein wenig annebeln. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass zu viel Schwarz oder Weiß auf die Platte kommt und wir dann unsere ganze Platte versauen, denn wir wollen nur die Tropfen von der Seite dezent hervorheben. Gut schütteln wieder, testen und dann können wir vorsichtig die Tropfen hervorheben. So, wir gehen einen Schritt zurück und dann erstmal nur dezent, lieber ein Stückchen weiter zurückgehen und ein Stück von oben statt gleich hier drauf gehen. Okay? So, wenn wir mit Schwarz durch sind, können wir mit Weiß weitermachen. Und wie auch beim Schwarz lieber ein Stückchen zurückgehen und erstmal vorsichtig rantesten statt gleich zu viel drauf, denn dann ist die Platte hin. So, wenn das Weiß auch erledigt ist, heißt es trocknen lassen, denn zum Schluss kommt nochmal ein Klarlack drauf, aber bevor der Klarlack drauf kommt, muss erstmal alles trocknen. Hey Freunde, wir haben die Platte jetzt trocknen lassen und wie geil sieht die bitte jetzt schon aus. Aber wir sind noch nicht fertig, denn jetzt kommt die letzte Lackierung und das ist der Klarlack.
Denn wir müssen die Platte noch versiegeln, weil wenn ihr genau hinschaut, wenn ihr mal auf die getrockneten Tropfen anfasst, die schwarz-weiße Schattierung, die liegt drauf wie Mehl bzw. wie Puderzucker. Und deswegen müssen wir die Platte jetzt versiegeln und das machen wir mit dem Klarlack. Und ich nehme hier auch den Klarlack von Wilkens und wir werden lackieren im Kreuzgangverfahren, denn so lassen wir keine Fehlstellen. Let's go! Vorher testen und dann aufs Objekt. Das lassen wir jetzt trocknen und so nach circa 24 Stunden ist unsere Platte fertig. Also trocknen lassen. So Freunde, unsere Platte ist getrocknet, ist fertig und wie geil sieht bitte diese Regentropfentechnik aus? Ich finde, es ist mega gut geworden und das ist zwar nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Airbrush-Techniken oder sonstiges. Aber dies kann jeder zu Hause nachmachen mit einfachen Materialien. Und genau, das war's schon. Hiermit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und in diesem Sinne, macht's gut, haut rein, euer Maler Peitsche. Bis zum nächsten Mal.